Occupy News, empören, vernetzen, verändern. Ich spreche heute über etwas, was in der Welt vor sich geht und was uns alle bald sehr hart betreffen kann. Auch uns, die wir glücklicherweise seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Weltkrieg und keinen Krieg mehr erlebt haben und in der sicheren Zone dieser Welt gelebt haben und noch leben. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Totenhöfer reist seit vielen Jahren in den arabischen Raum und auch nach Syrien. Und er kommt gerade jetzt aus den Städten zurück, aus denen uns unsere Medien tagtäglich berichten. Und er sagt, die Hälfte der Meldungen ist falsch. Es wird ein extrem einseitiges Bild gezeichnet. Es gäbe auf beiden Seiten gewalttätige Gruppen. Hier würden aber nur die Untaten der Regierungsseite berichtet. Totenhöfer erinnert dies an die Stimmungsmache gegen den Irak vor der Invasion der USA in dieses Land. Ein Krieg, der inzwischen weit über 1 Million Menschen das Leben gekostet hat. Und er warnt uns. Mit dieser Stimmungsmache spielt der Westen ein extrem gefährliches Spiel. Wenn es in Syrien und im Iran zu Kriegen mit westlicher Beteiligung kommt, erleben wir den schwersten Militärkonflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist die Voraussage von Jürgen Totenhöfer, der sich seit Jahrzehnten mit der Außenpolitik und den globalen Zusammenhängen beschäftigt. Und er meint, dass dann auch in Europa die Lichter ausgehen. Und dies scheint einigen im Westen nicht klar zu sein. Für ihn gibt es nur eine Lösung der Konflikte. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Denn verhandeln, sagt er, ist immer besser als Kriege oder Bürgerkriege anzuheizen. Und er sagt, Assad hat in Syrien Gegner, aber auch viel Unterstützung. Und einige, auch aus der Opposition, meinen, dass er der Einzige ist, der Syrien friedlich zur Demokratie führen kann. Ihm persönlich habe Assad gesagt, Demokratie ist die einzige Lösung. Und es gibt aber in diesem Regime viele Kräfte, die sich da entgegenstellen. Im März könne das Volk nun über eine demokratische Verfassung entscheiden, sie annehmen oder ablehnen. Und Totenhöfer meint, man sollte dafür sorgen, dass internationale Beobachter dafür sorgen, dass diese Abstimmung fair zugeht. Warum wird bei uns so einseitig über Syrien berichtet und werden die Untaten der Rebellen, auf die zum Teil die Angriffe der Regierungstruppen eine Antwort sind, warum wird darüber nicht berichtet? Totenhöfer führt das darauf zurück, dass die Opposition praktisch über ein Informationsmonopol verfügt. Allein ihre Berichte werden über Al Jazeera und Al Arabiya verbreitet und von dort, von diesen beiden arabischen Fernsehsendern, in die ganze Welt. Zudem mache sich der Fehler des syrischen Regimes bemerkbar, internationalen Journalisten keine freie Berichterstattung zu erlauben. Er sieht aber als Hintergrund für die Stimmungsmache auch die Strategie der Vereinigten Staaten. Totenhöfer, im Hintergrund steht der Versuch der USA, einen Greater Middle East, einen Großraum mittlerer Nahe Osten zu schaffen, in dem es nur noch linientreue pro-amerikanische Staaten gibt. Die USA betrachtet die gesamte Region als ihr Revier. Von Kissinger stammt der Satz, dass Öl viel zu wertvoll sei, als dass man es den Arabern überlassen dürfe. Er sagt weiter, ich habe große Sympathien für das demokratische Amerika,
Aber im Nahen Osten geht es den USA nicht um Demokratie. Sonst müssten sie ja auch die Demonstrationen in Saudi-Arabien, Katar und Bahrain unterstützen. Aber dort unterstützen sie die diktatorischen Regierungen. Das Interview, auf das ich mich jetzt stütze mit Jürgen Totenhäufer, ist in der Zeitung Die Welt erschienen. Es stellt eine Ausnahme in der Berichterstattung dar und ist kaum ein Gegengewicht gegen die einseitige Berichterstattung fast aller unserer Zeitungen, einschließlich der Frankfurter Rundschau. Die Mainstream-Medien, die Medien, die Meinung machen, schüren tagtäglich, ja stündlich das Bedürfnis, in Syrien militärisch einzugreifen, als Schutz für die Bevölkerung. Bitte googeln Sie, lesen Sie die Artikel von Jürgen Totenhöfer, eine für alle unverdächtigen Quelle, und sehen Sie sich seine Statements auf YouTube an. Wirken wir dem Versuch entgegen, wieder einen neuen Krieg als unvermeidlich zu verkaufen, und fordern wir intensiv eine Verhandlungslösung und die friedliche Unterstützung der arabischen Demokratiebewegung. Fordern wir auch den Stopp der Unterstützung der monarchistischen Despotien Saudi-Arabien, Bahrain, Jemen oder Katar durch die westlichen Regierungen. Wie bekannt hat die Bundesregierung Heckler und Koch genehmigt, Kleinwaffen in Saudi-Arabien von Saudi-Arabien produzieren zu lassen, die von dort an Fundamentalisten in vielen Regionen gehen, und will Saudi-Arabien auch mit Leopard-Panzer aus Kasseler Produktion unterstützen, die besonders ausgerüstet sind gegen Demonstrationen. In Saudi-Arabien, diesem Land, was man unterstützt, wird gesteinigt, werden Menschen öffentlich mit Schwertern hingerichtet. Dürfen Frauen nicht einmal Auto fahren? Gibt es Auspeitschungen? Und dort droht der Westen nicht mit Intervention für die Menschenrechte, sondern schickt Waffen, mit denen die Demokratiebewegung niedergemacht wird. All das zeigt, dass es in Syrien und Iran offensichtlich nicht um Menschenrechte gehen kann, sondern darum, was Kissinger gesagt hat. Wir wollen nur genehme Regime haben, die uns die Kontrolle über das Öl sichern. Auch wenn die arabische Welt viele gewinnbringende Rohstoffe hat, ist das kein Grund, dort bestimmen zu wollen, wer dort regiert. Das dürfen nur die dortigen Völker. Einst stand der Westen für das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und auch die USA stand nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell dafür und hat mit die Organisation der Vereinten Nationen vorangetrieben, die dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker sichern soll. Diese Ideale waren und sind richtig. Und wir sollten sie gegen die Eliten in unseren Ländern durchsetzen, die zuerst das Wohl der großen Ölkonzerne und Banken im Auge haben, die nicht ihre Vorherrschaft über diese Welt, die diese Eliten seit 500 Jahren mit rabiater Gewalt gegen den Rest der Welt durchgesetzt hat, wollen nicht akzeptieren, dass diese Zeit zu Ende geht und dass wir heute gleichberechtigte Beziehungen der Völker haben wollen und müssen, wenn wir nicht in endlose Konflikte und Gewalt hineinkommen wollen, die am Ende das Überleben sogar der Menschheit riskieren. Willy Brandt hat bereits in seinem Nord-Süd-Bericht vor 30 Jahren vor dieser Situation gewarnt. Jetzt könnte es sehr schnell ernst werden. Und jetzt bitten wir alle, sich intensiv eine eigene Meinung zu bilden, sich gegen eine Mehrheitsmeinung, die von den Medien organisiert wird, zu stemmen. Vor dem Irakkrieg haben wir es versäumt. Vielen Menschen hat das Leben gekostet. Passen wir diesmal auf und sorgen wir dafür, dass wir nicht erneut in diese Richtung gehen. Wolfgang Lieberknecht, Occupy News. Empören, vernetzen, verändern.